Wer kennt das nicht? Auf der Waschmittelpackung sind unterschiedliche Dosierungen für die verschiedenen Wasserhärten angegeben. Doch was ist eigentlich Wasserhärte? In Deutschland gibt es eine Einteilung in drei Härtegrade: weich, mittel und hart. Der Begriff Wasserhärte beschreibt dabei im Wesentlichen den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Wenn Regenwasser versickert, lösen sich diese Mineralien aus dem Untergrund. Die Menge variiert dabei je nach Art und Beschaffenheit des Gesteins. Daraus resultiert der unterschiedliche Härtegrad des Grundwassers, aus dem die regionalen Wasserversorger unser Trinkwasser gewinnen. Wenn das Wasser sehr hart ist, kann es im Wasserwerk zentral enthärtet werden. Weiches Wasser ist meist Oberflächenwasser aus Talsperren oder Seen. Was unterscheidet hartes von weichem Wasser? Das Wichtigste zuerst. Durch hartes Wasser besteht kein Risiko für die Gesundheit. Egal ob weich, mittel oder hart, das deutsche Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität, die von den Wasserversorgern und Gesundheitsbehörden regelmäßig überprüft wird. Weiches Wasser schmeckt neutral und hinterlässt auf Gläsern und Armaturen kaum Ablagerungen. Härteres Wasser mit einem höheren Gehalt an Mineralien schmeckt demgegenüber markanter. Es führt jedoch zu stärkeren Kalkablagerungen, die sich aber ohne viel Aufwand auf umweltfreundliche Weise mit etwas Essig oder Zitronensäure entfernen lassen. Diese Verkalkungen haben aber nichts mit der Verkalkung von Arterien zu tun. Im Gegenteil, Calcium und Magnesium sind notwendige Mineralien für den Körper. Wie hart ist mein Trinkwasser? Den Härtegrad des Trinkwassers erfährt man beim Wasserversorger oder bei der Stadtverwaltung. Was muss ich bei hartem Wasser beachten? Wie bereits beschrieben, enthält hartes Wasser wichtige Mineralien für den Körper. Deshalb ist eine Enthärtung aus gesundheitlichen Gründen weder notwendig noch sinnvoll. Ansonsten ist die Wasserhärte im Grunde genommen nur beim Spülen und Waschen mit Haushaltsmaschinen relevant. Also für die richtige Einstellung der Geschirrspülmaschine und natürlich für die Dosierung von Waschmittel. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und des Umweltbundesamtes. Wer kennt das nicht? Auf der Waschmittelpackung sind unterschiedliche Dosierungen für die verschiedenen Wasserhärten angegeben. Doch was ist eigentlich Wasserhärte? In Deutschland gibt es eine Einteilung in drei Härtegrade: weich, mittel und hart. Der Begriff Wasserhärte beschreibt dabei im Wesentlichen den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Wenn Regenwasser versickert, lösen sich diese Mineralien aus dem Untergrund. Die Menge variiert dabei je nach Art und Beschaffenheit des Gesteins. Daraus resultiert der unterschiedliche Härtegrad des Grundwassers, aus dem die regionalen Wasserversorger unser Trinkwasser gewinnen. Wenn das Wasser sehr hart ist, kann es im Wasserwerk zentral enthärtet werden. Weiches Wasser ist meist Oberflächenwasser aus Talsperren oder Seen. Was unterscheidet hartes von weichem Wasser? Das Wichtigste zuerst. Durch hartes Wasser besteht kein Risiko für die Gesundheit. Egal ob weich, mittel oder hart, das deutsche Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität, die von den Wasserversorgern und Gesundheitsbehörden regelmäßig überprüft wird. Weiches Wasser schmeckt neutral und hinterlässt auf Gläsern und Armaturen kaum Ablagerungen. Härteres Wasser mit einem höheren Gehalt an Mineralien schmeckt demgegenüber markanter. Es führt jedoch zu stärkeren Kalkablagerungen, die sich aber ohne viel Aufwand auf umweltfreundliche Weise mit etwas Essig oder Zitronensäure entfernen lassen. Diese Verkalkungen haben aber nichts mit der Verkalkung von Arterien zu tun. Im Gegenteil, Calcium und Magnesium sind notwendige Mineralien für den Körper. Wie hart ist mein Trinkwasser? Den Härtegrad des Trinkwassers erfährt man beim Wasserversorger oder bei der Stadtverwaltung. Was muss ich bei hartem Wasser beachten? Wie bereits beschrieben, enthält hartes Wasser wichtige Mineralien für den Körper. Deshalb ist eine Enthärtung aus gesundheitlichen Gründen weder notwendig noch sinnvoll. Ansonsten ist die Wasserhärte im Grunde genommen nur beim Spülen und Waschen mit Haushaltsmaschinen relevant. Also für die richtige Einstellung der Geschirrspülmaschine und natürlich für die Dosierung von Waschmittel.
Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und des Umweltbundesamtes. Wer kennt das nicht? Auf der Waschmittelpackung sind unterschiedliche Dosierungen für die verschiedenen Wasserhärten angegeben. Doch was ist eigentlich Wasserhärte? In Deutschland gibt es eine Einteilung in drei Härtegrade: weich, mittel und hart. Der Begriff Wasserhärte beschreibt dabei im Wesentlichen den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Wenn Regenwasser versickert, lösen sich diese Mineralien aus dem Untergrund. Die Menge variiert dabei je nach Art und Beschaffenheit des Gesteins. Daraus resultiert der unterschiedliche Härtegrad des Grundwassers, aus dem die regionalen Wasserversorger unser Trinkwasser gewinnen. Wenn das Wasser sehr hart ist, kann es im Wasserwerk zentral enthärtet werden. Weiches Wasser ist meist Oberflächenwasser aus Talsperren oder Seen. Was unterscheidet hartes von weichem Wasser? Das Wichtigste zuerst. Durch hartes Wasser besteht kein Risiko für die Gesundheit. Egal ob weich, mittel oder hart, das deutsche Trinkwasser hat eine hervorragende Qualität, die von den Wasserversorgern und Gesundheitsbehörden regelmäßig überprüft wird. Weiches Wasser schmeckt neutral und hinterlässt auf Gläsern und Armaturen kaum Ablagerungen. Härteres Wasser mit einem höheren Gehalt an Mineralien schmeckt demgegenüber markanter. Es führt jedoch zu stärkeren Kalkablagerungen, die sich aber ohne viel Aufwand auf umweltfreundliche Weise mit etwas Essig oder Zitronensäure entfernen lassen. Diese Verkalkungen haben aber nichts mit der Verkalkung von Arterien zu tun. Im Gegenteil, Calcium und Magnesium sind notwendige Mineralien für den Körper. Wie hart ist mein Trinkwasser? Den Härtegrad des Trinkwassers erfährt man beim Wasserversorger oder bei der Stadtverwaltung. Was muss ich bei hartem Wasser beachten? Wie bereits beschrieben, enthält hartes Wasser wichtige Mineralien für den Körper. Deshalb ist eine Enthärtung aus gesundheitlichen Gründen weder notwendig noch sinnvoll. Ansonsten ist die Wasserhärte im Grunde genommen nur beim Spülen und Waschen mit Haushaltsmaschinen relevant. Also für die richtige Einstellung der Geschirrspülmaschine und natürlich für die Dosierung von Waschmittel. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft und des Umweltbundesamtes.